Was hat denn der Verkäufer für Skills? Was braucht er denn? Also ich wurde gefragt, aus welchem Grund ich denn berechtigt wäre, jetzt andere Menschen zu coachen. Und grüßt euch, diesmal aus dem Auto, andere Situation. Lag aber daran, ich kam gerade aus dem Kundengespräch und ich weiß nicht, ob, also ich habe meine Einzelhandelskaufmannslehre gemacht, ja, also bedeutet 2,5 Jahre in dem typischen Einzelhandel und habe aber da festgestellt, auch für mich schon, ich habe kaufmännisch alles gelernt, ich habe aber verkäuferisch gar nichts gelernt. Und jetzt wurde ich gefragt heute, deswegen will ich das Video machen, was hat denn der Verkäufer für Skills, was braucht er denn? Also ich wurde gefragt, aus welchem Grund ich denn berechtigt wäre, jetzt andere Menschen zu coachen, und da musste ich drüber nachdenken. Natürlich habe ich Referenzen, ja, natürlich habe ich 25 Jahre Erfahrung im Verkauf. Aber sind wir doch mal ehrlich, ich könnte auch eine totale Flunse im Verkauf sein. Ja, da hat der ja recht. Okay, klar, jetzt gebe ich, sage ich, pass auf, ich gebe Ihnen Referenzen, die Leute, die mit mir schon zusammengearbeitet haben. Aber die könnten doch auch alle fake sein. Die könnte ich doch dafür bezahlen, dass die, wenn irgendjemand anruft, dass der Mensch, der mit der Klasse, super toll. So, und wir haben uns dann so drüber unterhalten und die Frage möchte ich dir auch mal stellen. Also wenn du ja heute, wenn ich heute einen Elektriker kommen lasse, wenn ich heute irgendeinen Handwerker, es ist völlig egal, wenn ich den heute in irgendeiner Art und Form bestelle, stelle ich überhaupt nicht in Frage, dass der seinen Job beherrscht. Das ist für mich klar. Wenn der jetzt auch noch den Meister gemacht hat, dann ist es so, junger Mann, fährst du? Dankeschön. Dann ist es ja so, dass der hochqualifiziert ist, dass der ja sogar andere Leute ausbilden kann. So, und für mich war dann die Frage, okay, warum gibt es das bei uns denn im Verkauf nicht? Jetzt sind wir doch mal ehrlich, warum gibt es keine typische Verkaufsausbildung? Ganz zu meiner Zeit, wo ich wirklich noch 15, 16 war, gab es die Verkaufsausbildung, die war aber schlechter wie die Einzelhandelsausbildung. Aber auch da hat man nichts über das Thema Verkauf kennengelernt. Und wenn du Handwerker bist, Schreiner bist, dann kommt dein Meister zu dir und erklärt dir, wann du welchen Schraubenzieher, wann du welchen Hammer benutzen musst, was du wie machst, dass du genauso gut bist wie der Meister. Im Kampfsport ist es genau das Gleiche. In jedem Sport gibt es einen Trainer. So, und in jedem, wirklich in jedem Beruf, das wurde mir dann so extrem bewusst, gibt es faktisch immer den Meister. Der wurde aber geprüft, staatlich geprüft. Und das haben wir leider als Verkäufer nicht. Aber ich sag dir ganz klar eins, wenn du heute als Verkäufer besser werden willst, heißt es doch immer, oder ich kann dir heute die Empfehlung geben, dann guck mal in deiner Umgebung, wo ist der gute Verkäufer? Weil den gibt's überall, überall gibt es gute Verkäufer. Und dann guck dir doch mal an, was der macht. Weil meine Erfahrung ist eins, es gibt zwei Arten von Verkäufer, gute und schlechte. Und jetzt sagt man mal, ja, warum ist der Gute so gut? Jetzt sagt man, warum der sein Handwerk versteht. Jetzt muss ich natürlich lächeln und sag, klar, was bedeutet das dann? Dieser Mensch hat gelernt zu kommunizieren. Dieser Mensch hat gelernt, Nutzen zu binden, Sympathie zu erzeugen, Einwände zu behandeln. Aber alles, was ich dir gerade gesagt habe, sind Techniken, die der sich entweder selbstständig angeeignet hat oder die der sich irgendwo von jemand anderem angeeignet hat. Und ich sag dir eins, ganz klar, diese Sachen sind erlernbar. Aber wichtig ist überhaupt erstmal die Erkenntnis zu haben, Verkauf ist für mich heute wie ein Handwerk. Du brauchst genauso deine Schraubenzieher, du brauchst genauso deinen Hammer, du musst für dich deinen roten Faden im Verkauf haben. Oder andersrum gesagt, ja, wenn ein Ingenieur oder andersrum, wenn du heute ein Haus baust, hast du auch erstmal einen Grundriss. Da wird alles vorher einmal geplant. Und das sehe ich als Verkäufer auch. Der muss hingehen und dann muss der quasi seinen Werkzeugkasten aufmachen und dann muss er die Technik zur Verfügung bekommen, die für ihn dann in dem Moment passend sind, sodass einmal der Kunde so richtig gut sich wohlfühlt, sich gegenüber ihm öffnet. Dafür braucht man aber genauso auch Handwerk. Und auf der anderen Seite später für den Abschluss, für die Einwandbehandlung, wenn der Kunde noch Fragen hat, ihm noch nicht alles
wahrscheinlich klar ist, dass trotzdem dann der Verkäufer aus seinem Handwerkskasten, aus seinem Handwerksladen immer das passende Werkzeug ziehen kann, um richtig mit dem Kunden zu kommunizieren. Ja, und schau, dass du als Verkäufer immer mehr Handwerk zur Verfügung bekommst, weil vielleicht kennst du das ja, ich finde es immer so schön, wenn du mal zu so einem richtig guten Handwerker gehst, dann hat er das beste Werkzeug, das ist definitiv so, und er hat es auch nicht nur einmal, sondern meist mehrmals da. Warum? Wenn was kaputt geht, dass er es rausziehen kann. Bei uns geht nichts kaputt, aber manche Dinge funktionieren bei manchen Kunden nicht. Und dann wäre es gut, wenn man eine andere Technik hat. Ja, also das möchte ich dir bitte. Wenn du merkst, dass es andere Verkäufer gibt, die erfolgreicher sind wie du, schau dir genau ihre Kommunikationshandwerk. Und wenn du deinen Kasten erweitern willst, für dich persönlich, wenn du sagst, hey, pass mal auf, das ist wirklich was, wo ich heute verstanden habe, mit jeder weiteren Technik, die ich habe, passiert nur eins, ich werde erfolgreicher. Ich kann den Kunden immer besser da abholen, nicht manipulieren, da abholen, wo er sich wohlfühlt, wo er dann sagt, ich will jetzt mit dir zusammenarbeiten. Wenn du dafür mehr Techniken willst, komm auf mitschrau.com, trag dich ein und wir beide sprechen miteinander. Und jetzt fahre ich mal ein bisschen Auto, sonst mache ich hier noch einen Unfall. Bis dahin, bis zur nächsten Anekdote.